Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von ADA Experimentiert. Ich bin Caroline und ich bin Mentorin im ADA Lovelace Projekt. Ich studiere zurzeit Wirtschaftsingenieurwesen im Master an der Hochschule in Koblenz. Heute will ich mit euch, mit ganz einfachen Materialien, die ihr sicherlich auch zu Hause habt, einen Elektromotor basteln. Hierzu benötigt ihr zum einen einen Magneten, den ihr zum Beispiel von eurer Pinnwand klauen könnt. Eine Batterie 2A, die ihr im Supermarkt findet. Eine Schraube, die ihr mit Sicherheit im Werkzeugkasten findet. Und ein Stück Kabel. Hier könnt ihr allerdings auch ein Stück Draht nutzen. Nun können wir mit dem Versuchsaufbau beginnen. Dafür befestigen wir den Magneten an der Schraube. Nun nehmen wir die Schraube und platzieren sie am Minuspol der Batterie, so dass der Magnet nach unten schaut. Nun nehmen wir das Kabel und befestigen es am Pluspol der Batterie. Um einen Stromkreis zu erzeugen, verbinden wir nun auch das andere Ende des Kabels mit dem Minuspol sozusagen und verbinden es mit dem Magneten. Nun können wir schon sehen, dass unser kleiner Motor anfängt sich zu drehen. Dies kann ein bisschen, ja, aufwendig sein, die richtige Position des Kabels zu finden. Wenn man diese allerdings gefunden hat, dreht sich der kleine Motor richtig schnell. Wie funktioniert unser Elektromotor überhaupt? Dafür habe ich die verschiedenen Komponenten und Funktionsweisen aufgeführt. Zum einen unseren Strom, den wir normalerweise über die Steckdose beziehen. In dem Fall des Versuchs ist unsere Spannungsquelle die Batterie, die somit unseren Strom erzeugt. Als nächstes schauen wir uns unseren Stromkreis an. Innerhalb unseres Versuches liegt ein Stromkreis vor. Vielleicht habt ihr das schon mal im Physikunterricht gesehen. Wir haben unsere Batterie und durch unseren Kabel, den wir mit dem Plus- und dem Minuspol bzw. mit dem Pluspol und dem Magneten verbinden, erzeugen wir einen Stromkreis. Wenn dieser geschlossen ist, fließt Strom, da die Spannung der Batterie eine Kraft über die sich bewegenden Ladungen erzeugt. Die nächste Komponente in unserem Versuch ist der Magnetismus. Ohne diesen würde unser Versuch nicht funktionieren. Unser Strom fließt in einem Magnetfeld des Magneten, wodurch die bewegten Ladungen eine Kraft erfahren und somit der Rotor in Bewegung gesetzt wird. Die Kraft, die innerhalb unseres Versuches freigesetzt wird, heißt Lorentzkraft. Diese wurde durch Einstein weiterentwickelt und auch vervollständigt. Vielleicht habt ihr auch schon mal was von der Relativitätstheorie von Einstein gehört. Die nächste Frage, die wir uns stellen, ist, inwiefern findet unser Motor im Alltag Anwendung? Wir finden unseren Gleichstrommotor zum Beispiel in Autos bzw. in Elektrofahrzeugen. Dabei spielt es keine Rolle, ob die Fahrzeuge rein elektrisch betrieben sind oder als Hybrid betrieben werden. So, das war es auch schon zu unserer Funktionsweise des Elektromotors. Schickt uns gerne eure Ideen, eure Fotos, eure Videos oder was ihr aus dem Versuch gemacht habt bei Instagram auf unsere Seite ALP Koblenz. Wir posten das Ganze dann und verlinken euch auf unserer Seite. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß bei dem Versuch und schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Tschüss!